Hallo liebe Angelfreunde, wir sind in Augsburg an einer Angelmesse. Wie immer, mit Benny stehen wir vorne am Becken, erzählen über Neuigkeiten, kreative Sachen und ganz gut, wenn ihr gefragt, Jungs, haben für uns ein paar neue Tricks, Tipps. Heute werde ich erzählen, wie kleine Spoons kann man noch attraktiver für Fische machen. Wir haben ganz oft Situationen, wenn die Fische ein bisschen tiefer stehen, zum Beispiel die Lachsforellen oder die Salmonen. Die Fische, die träger sind, die lassen sich ziemlich schwer befischen. Kellofischen hat ab dieses Jahr neue Gummifische-Programm rausgebracht und wir haben in unserem Sortiment die kleinen Miminokis, die nur 4 cm Größe haben. So, wenn Sie diese kleinen Gummifischchen auf Blinker, Köder drauf, aber ganz wichtig zu beachten, dass meine Blinker so eine gerade Linie mit Gummi haben. Und unsere Blinker bekommen ganz andere Lauf angeschafft. Wie ihr das seht, meine Köder, wenn ich die nur einfach durchleine, sieht extrem attraktiv aus und hat ganz andere Laufbahn geschafft. Zusätzlich, die bekommen ganz andere Absenphasen. Aus meiner Erfahrung, unserer Testphase kann ich genau sagen, außer Salmoniden, mit dieser Kombination lassen sich extrem gut Barsche fangen. Als Beifang kann ich ein paar Döbel und Karpfen fangen. Aber wie gesagt, diese kleinen Würmchen, ganz wichtig, der muss klein sein und nicht schwer sein, fängt kombiniert mit guten Spoons extrem viel mehr. Und die Fische, die ein bisschen tiefer stehen und träger sind. Wie gesagt, Kellofisch mit Blinker kombiniert mit Kelle neue Gummifische mit Minoke in 5 cm oder je nach Blinker große kann man auch in 6 cm. Probiert mir, ihr werdet auf jeden Fall ganz stark positiv überrascht.